Und unsere nächste Vortragende hat eine ganz steile These mitgebracht, die ich für die gesamte CeBIT, aber vor allem für die Global Conference auch sehr gelungen finde, nämlich die These zu sagen, warum es die Digitalisierung eigentlich gar nicht gibt. Zu Besuch ist Katrin Passig. Wir alle kennen Katrin aus Büchern, aus Vorträgen rund um die Truppe, die mal gesagt hat, dass das, was wir machen, eigentlich sozusagen Arbeit genannt werden darf, nämlich Sascha Lobo und Holm Friebe. Katrin hat mit den beiden zusammen ganz viele Projekte rund ums Internet und Erklärungen gemacht, unter anderem den Blog Die Riesenmaschine. Und Katrin wird sich, glaube ich, gleich selbst noch ein bisschen vorstellen. Ich möchte euch nicht zu viel vorwegnehmen. Klappt. Geht schon los? Super, es geht schon los. Dann übergebe ich die Bühne an dich und so viel werde ich schon mal verraten, wir werden ein neues Wort lernen für oder anstatt Digitalisierung, was ich euch auffordern möchte. Ich kenne es selber noch nicht, in Zukunft statt Digitalisierung zu benutzen. Mal gucken, ob es klappt. Katrin, die Bühne ist deine. Das war jetzt schon zu viel versprochen mit dem neuen Wort. Das ist ein ganz altes Wort, aber ich will nicht vorgreifen. Haben wir jetzt hier alles? Ja. Ja, warum es die Digitalisierung nicht gibt, wenn man sich umschaut, jetzt also speziell hier auf der CeBIT, ist alles voll mit Werbung dafür, dass man sich jetzt mit der Digitalisierung befassen muss. Die Zeitungen sind auch voll damit. Das habe ich gerade anlässlich der CeBIT gefunden, denn bislang ist Digitalisierung dem deutschen Staat immer die Digitalisierung der anderen. Also der Staat hat sich bisher offenbar praktisch noch gar nicht digitalisiert. Wie eine sich steigernde Flutwelle, also jetzt gerade aktuell, braust die Digitalisierung über die Unternehmenslandschaft und wie das mit Flutwellen so ist. Deutschland muss schnell gleichziehen, das ist auch eine große Bedrohung, wenn es von dieser Welle nicht getragen und nicht drunter begraben werden soll. Und das Handwerk, mit dem Handwerk sieht es auch nicht so gut aus. 70% unserer Betriebe befassen sich schon mit Digitalisierung und wollen die auch in der Zukunft verstärkt weiter betreiben. Ich war auf der CeBIT zum ersten Mal vor ziemlich genau 30 Jahren. Und ich habe zwar nur eine sehr vage Erinnerung dran, das war so ähnlich wie jetzt. In mancher Hinsicht war es besser, man kriegte eine Woche schulfrei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damals eigentlich auch schon ganz schön viele digitale Dinge hier zu sehen waren. Man kann sich dann an Google wenden und nachschauen, ob dieser Eindruck stimmt. Google sagt dann, Digitalisierung ist aufgrund einer Suche in Google Books ein Begriff, der jetzt gerade tatsächlich Konjunktur hat. Wenn man dann genauer hinschaut, und man kann das bei Google Books ja tun, dann sieht man allerdings, das ist gar nicht diese Digitalisierung, von der hier die Rede ist. Diese rechte Beule, die da seit den 70er Jahren ansteigt, die handelt ganz konkret von der Digitalisierung von irgendwas, von Landkarten, von Büchern. Also es ist ein ganz konkreter Sachverhalt. Daten werden da in eine andere Form gebracht. Und diese kleine Beule da hinten, 40er, 50er Jahre, weiß jemand, was das ist? Auch Zweiter Weltkrieg, ein noch weitgehend undigitales Geschehen, ein Computer werden da digital. Computer waren bis dahin analog, es gab schon welche, aber eben keine digitalen. Dachte ich jedenfalls, als ich diese Beule gesehen habe, dann habe ich auch da nochmal in die Quellen reingeguckt, stellt sich raus, es ist überhaupt kein Computer, von dem hier die Rede ist. Da geht es um herzkranke Patienten, die bekommen Digitalis-Präparate verabreicht. Diese Patienten werden digitalisiert. Trotzdem ist die Beule an der richtigen Stelle, also es gab da... Wenn man dann nachschaut, weil hier bei diese Google Books Sache, die endet 2008, offenbar hat Google dann die Lust verloren, weiter zu digitalisieren oder diesen Dienst weiter zu betreiben. Und wir sind ja jetzt eigentlich an den letzten Jahren interessiert. Google Trends durchsucht das Web und da sieht man jetzt speziell seit 2015 tatsächlich einen steilen Anstieg bei dieser Digitalisierungsangelegenheit. Das heißt, die CeBIT hat insofern schon recht, der Begriff scheint gerade aus irgendeinem Grund ganz wichtig zu sein und ganz neu. Das Phänomen ist es weniger. Das hier ist ein Video, das mehr oder weniger das Jahr 1805 zeigt, nachgestellt. Der Webstuhl ist wahrscheinlich jünger, der Mann ist ganz sicher jünger. Das ist ein Jacquard-Webstuhl.
Dieser Stoff, der da gerade kurz zu sehen war, das kennen Sie vielleicht von geerbten Tischtüchern oder Bettwäsche der Großmutter. Da ist so ein eingewebtes Muster. Und das, was man hier sieht, das kann man auch erkennen, ist letztlich eigentlich schon so ein binäres Verfahren. Es gibt genau zwei Zustände für diesen Schussfaden. Der kann über oder unter dem Kettfaden liegen. Dadurch entsteht dieses Muster. Das ist ein rein mechanisches Gerät und dann fragt man sich jetzt, wie kommt das Muster da rein? Und die Antwort auf diese Frage vor dem Jahr 1805 ist, oben auf dem Gerät sitzt jemand und der hebt die einen Fäden und die anderen Fäden hebt er nicht. Man kann erahnen, dass das ein mühsamer Prozess ist. Man hat pro Tag ungefähr so ein Stückchen von diesem Stoff weben können. Die Nachfrage war sehr groß, aber die Produktion dadurch so ein bisschen eingeschränkt. Man sieht jetzt gleich, wie die Zukunft im Jahr 1805 aussieht, da oben, wo eigentlich jemand säße, da sitzt jetzt niemand mehr, da sitzt ein Gerät. Dieses Gerät ist ganz neu. Und das, was man da, dieses filigrane Zeugs, was man da erahnen kann, das sieht man gleich auch nochmal aus der Nähe, das sind Lochkarten. Hier sieht man auch ein recht modernes Ding, hier werden Pixel gemalt. Hier wird dieses Muster, was in den Stoff rein soll, auf kariertes Papier übertragen und da gibt es ausgemalte Pixel und unausgemalte Pixel. Im Publikum hält schon jemand eine Lochkarte hoch, glaube ich jedenfalls. Hier werden diese Lochkarten von Hand gestanzt, mit einem Spezialgerät. Dann werden die zusammengebunden mit so einem Faden und dann da oben eingelesen. Das ist eigentlich ein recht modernes Verfahren, nur ist es eben 200 Jahre alt. Hier sieht man es nochmal in einer Animation, wie das im Einzelnen aussieht da oben, also wie diese mechanische Steuerung mit Lochkarten funktioniert, was da passiert, damit sich die einen Fäden heben und die anderen senken und statt 2,5 cm pro Tag schafft man dann eben 60 cm am Tag von diesem gefragten Material. Das heißt, was man sich eigentlich fragen muss, ist, wenn man das Wort Digitalisierung hört, die Digitalisierung wovon? Die Digitalisierung von Stoffmustern hat offenbar vor 200 Jahren und ein bisschen was stattgefunden. Das ist auch nicht der erste, das ist nicht die einzige Digitalisierung, die jetzt nicht gerade im Jahr 2016 und auf der CeBIT stattfindet. Das hier ist der Taster, mit dem man telegrafiert hat ab den 1830er Jahren unter Zuhilfenahme von Morsezeichen. Auch das eine ungewöhnliche Entwicklung insofern, als da das digitale Verfahren vor dem analogen kam. Die Telekommunikation war erst mal digital, bevor dann ein paar Jahrzehnte später das Telefon erfunden wird. Das ist dann analog. Die 1880er Jahre, hier haben wir einen Tabulator für Lochkarten. Es war auch wieder so ein Problem. In den USA gibt es alle 10 Jahre eine Volkszählung. Ist es in der Verfassung vorgesehen, findet seit 1790 statt. Und die Volkszählung von 1880 hat man manuell ausgewertet. Die armen Leute hatten ja nichts. Das hat 7 Jahre gedauert. Und jetzt vermehrt sich die amerikanische Bevölkerung gerade sehr stark. Zwischen 1880 und 1900 wächst die Bevölkerung da um 50%. Das heißt, es ist vollkommen absehbar. Wenn man das nochmal so macht, dann dauert das Auswerten der Volkszählung so lange, dass die nächste Volkszählung dann schon angefangen hat. Deshalb dieses Gerät. Das wertet Lochkarten aus, die so aussehen. Hier kann man nebenbei auch sehen, dass ein digitales System nicht unbedingt ein binäres System sein muss. Daran ist, abgesehen davon, dass es Löcher oder Nichtlöcher gibt, aber dieser Aufdruck, das sind noch dezimale Dinge, die da hineingestanzt werden. Das ist die Monotype-Maschine, beziehungsweise sind es 2 Maschinen. Das führt dazu, dass nicht mehr wie früher, also vor 1900 jemand da sitzen und kleine Bleibuchstaben aus Kästen nehmen und zusammenstecken muss, damit die Zeitung gedruckt werden kann, sondern dieser Mann sitzt da links an einer Tastatur, die im Wesentlichen auch 1960 noch so aussah. Danach hat sich das dann so ein bisschen verloren allmählich, aber tippt den Text also da ein, den er vor sich hat und da oben, na, Sie müssen jetzt erahnen, was ich meine. Oben auf diesem Tippgerät werden Lochstreifen gestanzt. Diese Lochstreifen kommen dann in die rechte Maschine und diese rechte Maschine gießt die Buchstaben, also kein mühsames Sortieren mehr.
Jetzt sind wir, also vorhin habe ich schon gesagt, die Computer werden dann zwischendrin irgendwann mal von analogen zu digitalen. Jetzt sind wir schon in den 50er Jahren. Der Spiegel berichtet ausführlich über Automation in Deutschland und das ist auch keine Zukunftsmusik. Die findet zu dieser Zeit gerade statt, auch wenn es nicht ganz so aussieht wie hier auf dem Bild. Auch Spiegelarchiv, juristische Datenbanken, 1964. Allerdings schreibt der Spiegel nicht Datenbanken, sondern er schreibt Elektronengehirne. Und in diese Elektronengehirne werden Gerichtsurteile gefüttert. Also auch von Daten ist da noch nicht die Rede, aber das Prinzip kennen wir. Das ist mein eigenes Sparbuch. Das ist so alt wie ich. Ich habe das zur Geburt bekommen. Ja, 1970, Frakturschrift, Sparbuch, wenn man damit fertig ist, darüber zu lachen, dass es das Konzept Sparbuch gab und dass es in Frakturschrift bedruckt war, dann kann man genauer hingucken, dann sieht man hier in der vierten, fünften Zeile von oben eine Fernschreibernummer, Nachfolger von diesem Telegrafentaster, den wir gesehen haben, auch ein digitales Verfahren. Wenn man dann weiterblättert in diesem Sparbuch, dann sieht man, das ist auch nur noch teilweise von Hand ausgefüllt. Ich hatte auch ein Postsparbuch, das war vollständig von Hand ausgefüllt, aber hier, das wurde immer am Weltspartag in so eine Maschine reingeschoben und dann kam das da bedruckt wieder raus. Ich vermute auch, die internen Vorgänge der Bank, in die ich jetzt mit 6 Jahren da nicht so den großen Einblick hatte, werden in irgendeiner Form schon mit Digitalisierung zu tun gehabt haben. Dann berichtet der Spiegel, dass die elektronische Revolution, so hieß das damals, jetzt endlich die Zeitungsverlage erreicht hat. Damit ist gemeint, dass man auf Lichtsatz umstellt und dass man an Bildschirmterminals arbeitet und dass die Daten nicht mehr auf Lochkarten gespeichert werden, sondern jetzt schon auf Magnetbändern. Dieses Buch, Entschuldigung, ich klicke hier immer ein bisschen zu schnell, dieses Buch habe ich vor 2, 3 Jahren aus einem von diesen öffentlichen Bücherregalen rausgezogen, wo man sich kostenlos was mitnehmen kann. Das ist eine IBM-Broschüre, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre den Privatleuten erklären sollte, was ihnen in ihrem Privatleben diese komischen neuen Computer nützen. Am Arbeitsplatz ist ein anderes Thema, aber das, denke ich, so eine Art Image-Marketing-Broschüre von IBM herausgegeben, die erklärt, was das auch dem Privatmenschen nutzt. Das hier, also mein Exemplar, ist die dritte Auflage von 83 und ich hatte keine Vorstellung davon, bevor ich dieses Buch aufgeschlagen habe, wie man das damals erklärt. Es war für mich alles sehr überraschend, was da drin stand. Hier der Text zu dieser Abbildung erklärt, dass man sich jetzt dank dem Computer die Zeitung in den Urlaub nachschicken lassen kann. Wenn man nämlich vor der Einführung des Computers in den Urlaub gefahren ist, dann hat schreibt man einen Brief an den Zeitungsverlag und dann wird das irgendwie manuell verarbeitet und schon wenige Wochen später, wenn man längst aus dem Urlaub wieder zurück ist, kommt diese Umleitung dann tatsächlich in Gang. Vorteil jetzt mit dem Computer, man kann sich tatsächlich die Zeitung in den Urlaub nachschicken lassen und später wieder nach Hause. System elektronischer Speicherung alphanumerischer Merkmale, ich vermute, es wird Sesam geheißen haben, dieses System. Noch viele andere nützliche Dinge sind da drin erklärt. Der Herr links oben ist Herr Datinger. Herr Datinger ist die Hauptfigur in diesem Buch. Ich glaube, er heißt mit Vornamen Günther. Und Herr Datinger kauft sich hier einen Fahrschein und lässt sich eine Platzreservierung dazu geben. Man lacht ja heute, wenn man wieder irgendwo liest, dass Züge offenbar immer noch Reservierungsdisketten haben, die am Bahnhof gebracht und in den ICE reingesteckt werden müssen. Das war aber damals alles noch viel schlimmer. Man ging ins Reisebüro und reservierte sich einen Platz für diesen Zug und dann mussten wieder Briefe hin und her geschickt werden und schon wenige Wochen später war auch sichergestellt, dass man diese Platzreservierung wirklich hatte. Herr Datinger ist jetzt besser dran, dank diesem Zentralcomputer, der da unten abgebildet ist. Recht umfangreiches Gerät, kann er diese Buchungsbestätigung gleich mit nach Hause nehmen. Hier ist Herr Datinger im Auto und überquert eine Grenze und die Polizei arbeitet auch schon mit Datenbanken. Ich glaube, im Text heißt das noch Datenbänke damals, da hatte man sich noch nicht so drauf geeinigt. Was in dem Heft nicht vorkommt, die Geheimdienste haben auch schon Computer, das wird Herrn Datinger auch irgendwie betreffen, aber darüber erfahren wir in dieser Broschüre nichts. Und hier ist er bei der Stadtverwaltung, auch da wird nämlich alles besser und geht schneller und man muss jetzt nur noch ein bisschen Schlange stehen, steht in diesem Heft von 83, aber in naher Zukunft wird dieses Schlange stehen dann restlos abgeschafft werden. Im Bürgeramt Neukölln ist es noch nicht der Fall, aber ich bin zuversichtlich, dass es auch jetzt dann in naher Zukunft wirklich mal passieren wird. Also
auch da scheint heimlich schon einiges digitalisiert worden zu sein. Jetzt sind wir in den 80er Jahren und man sieht, dass es da mit dem Vinyl allmählich bergab geht und die CD floriert mit so einem Höhepunkt um 2000 herum. Und ganz rechts, der rote Balken ist beschriftet mit digital. Das passt ganz gut zum Thema, weil natürlich dieser ganze große gelbe Berg mit den CDs keineswegs analog war. Die CD unterscheidet sich ja nicht nur in der Größe und der Farbe von der Schallplatte, sie ist auch schon digital. Und dieser rechte Balken, dieser kleine rote Balken hätte mit irgendwas anderem beschriftet werden müssen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau mit was. Download, körperlose Musik, natürlich ist immer noch auf irgendwas gespeichert. Es ist nicht so einfach, aber digital ist jedenfalls falsch. In den frühen 90ern kommt die digitale Ampelsteuerung. Dann werden die Bücher digital. Ich habe das auch dem Spiegel-Archiv entnommen. Für mich ist das ja gefühlt erst so in den späten Nullerjahren passiert, aber tatsächlich gab es 1993 zum ersten Mal eine eigene Halle auf der Frankfurter Buchmesse. Frankfurt Goes Electronic hieß das und man konnte zum Beispiel den Brockhaus auf Diskette kaufen. Ich habe versucht, ansehen. Ich habe versucht, eine Abbildung davon zu finden. Offenbar hat niemand daran gedacht, diesen Brockhaus auf Diskette zu fotografieren. Zumindest ist es nicht googelbar. Sie müssen es mir einfach so glauben. Auch erste CD-ROMs gab es schon. Hat dem Spiegel gereicht, um über die Digitalwerdung des Buchs zu berichten. Das Telefonnetz fertig digitalisiert Ende 1997. Jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her. Hier kommt die Digitalfotografie ins Spiel, da überschneiden sich die aus dem Markt verschwindenden Analogkameras mit den vermehrt auftauchenden Digitalkameras so um das Jahr 2002/2003 herum. Es dauert dann noch ein bisschen länger im professionellen Einsatz, also da, wo Kinofilme gedreht werden oder da, wo Fotografen hochaufgelöste Bilder für Magazine liefern, da dauert es noch ein paar Jahre länger. Aber Digitalisierung beim Film findet also in den Nullerjahren statt. Das, was tatsächlich jetzt digitalisierungstechnisch relativ neu ist, ist, dass die ersten Zeitungen nicht mehr auf Papier erscheinen. Jetzt könnte man boshaft vermuten, dass diese starke Präsenz des Digitalisierungsthemas in den Medien damit zu tun hat, dass Journalisten jetzt unmittelbar merken, dass sich da was tut. Aber ich habe mit dieser These kurz gespielt, es ist wahrscheinlich Quatsch. Wir haben es ja auch gesehen, der Spiegel hat 1976 schon erklärt, dass die Digitalisierung jetzt in den Zeitungsredaktionen angekommen ist. Jetzt kann man Klickproblem. Jetzt kann man vermuten, Frau Passig ist einfach alt und wie alle alten Menschen steht sie jetzt da vorne und behauptet, das war alles schon mal da und in Wirklichkeit hat sich gar nichts geändert. Das stimmt so natürlich nicht. Also der erste Teil vielleicht, aber der zweite stimmt nicht. Es sind auf der CeBIT 2016 schon andere Dinge zu sehen, als das 1986 der Fall war. Vorher hieß es ja noch Hannover Messe. Aber das, was an diesen Dingen anders ist als vor 30 Jahren, das ist nicht, dass sie jetzt digital oder digitalisiert wären und das damals nicht waren. Jetzt kommt der Punkt, an dem man drüber reden muss, was das eigentlich ist, dieses Digitale. Ich habe mich da bisher drum herum gemogelt und wenn Sie aufmerksam zugehört haben, haben Sie sich wahrscheinlich gedacht, was meint sie denn jetzt eigentlich? Geht es um Lochkarten, geht es um was anderes? Das ist die Standardabbildung zu dem Thema. Man sieht in Grau eine analoge Kurve. Sie, die Sie jetzt hier sitzen, hören mich analog reden. Die Leute, die sich das im Stream angucken, nicht. Für die sind diese roten Punkte da ausschlaggebend. Hier wird in einem bestimmten Zeitabstand geguckt, welches Geräusch macht Frau Passig denn gerade. Und dieses Geräusch nehmen wir zu den Akten. Diese Zeitabstände, also man kann hier auch sehen, hier passieren eigentlich zwei Dinge gleichzeitig. Die muss man nicht unbedingt gleichzeitig machen. Es gibt Geräte, die haben noch nicht mal Strom und sind digital und binär, so wie diese lochkartengesteuerte Webstuhl, den wir gesehen haben. Es gibt andere Geräte, die haben Strom und sind vielleicht sogar Computer, sind aber deshalb noch lange nicht digital. Hier passieren zwei unterschiedliche Dinge. Auf dieser rechten Achse nimmt man in bestimmten Zeitabständen einen Wert und merkt sich den. Und auf der senkrechten Achse kann man sehen, man kann
Man denkt ja erst, der Grafiker ist hier so ein bisschen in der Zeile verrutscht, bei der 5 zum Beispiel oder bei der 7, da liegt der Punkt nicht auf der Linie, man hat nämlich gerundet auf den next höheren Wert. Kommt immer darauf an, wie genau man es haben will. Das sind zwei ganz unterschiedliche Formen eigentlich von Digitalisierung. Beim einen legt man den Wertebereich auf bestimmte, also man hat hier nur noch diese 8 zulässigen Werte links fest. Am anderen macht man das auf der Zeitachse. Man kann das beides gleichzeitig machen, muss aber nicht. Wird in der Diskussion nicht so oft unterschieden, ist auch nicht so wahnsinnig wichtig für unsere Zwecke jetzt. Wenn ich jetzt auf einer CD wäre, dann wäre dieser Abstand da unten, der von 0 bis 13 durchnummeriert, dann würde man das so grob gerundet 44.000 Mal pro Sekunde machen. Wenn es ein Film wäre, ungefähr, also ein klassischer analoger Film, 24 Mal. Und daran, dass es um analogen Film geht und gleichzeitig dieser Digitalisierungsvorgang passiert, merkt man schon, die Sache ist nicht so einfach, die Unterscheidung ist nicht einfach. Hier ist eine Analoguhr, die übrigens natürlich erst Analoguhr heißt, seit es Digitaluhren gibt. Vorher hieß sie einfach Uhr. Und auch diese Analoguhr und alle anderen Analoguhren funktionieren in ihrem Inneren genau nach diesem Prinzip, dass da ein analoger Ablauf in kleine Teile zerhackt wird. Das ist das Wesen der analogen Uhr, genau wie der digitalen. Am Sekundenzeiger, hier jetzt nicht, aber Sie kennen das Prinzip, am Sekundenzeiger sieht man das noch, dass diese Uhr Schritte macht, wo in Wirklichkeit ja wo die Zeit kontinuierlich verstreicht. Kann man sagen, die Sanduhr ist doch jetzt aber wirklich eine analoge Uhr, keine digitale. Sie schütteln schon den Kopf, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, die Sanduhr hat Sandkörner und diese Sandkörner kann man zählen und auch das ist letztlich ein Vorgang, der in genau diese Schritte zerteilt ist. Das ist tatsächlich eine ziemlich analoge Uhr, also da muss man sich jetzt schon sehr verrenken, wenn man behaupten will, dass da irgendwo was Digitales im Spiel ist, der Schatten wandert. Weniger einfach ist es jetzt wieder hier. Sie können sich eine Meinung bilden, ist es eine digitale Uhr oder ist es eine analoge? Einerseits haben wir Digitalziffern, greift natürlich ein bisschen zu kurz, mal zu sagen, wenn Digitalziffern dran sind, dann ist es auch digital, das wird analog hier von Arbeitern gebracht und wieder weggetragen. Man sieht also schon, dass da in irgendeiner Weise die Zeit auch kontinuierlich verstreicht. Man kann da an diesen rumlaufenden Leuten sehen, das sind nicht feste Minutenschritte, die wir da zu sehen kriegen. Und das Ganze ist ein Kunstprojekt, das läuft 24 Stunden. Wenn man sich diese 24 Stunden anschaut, dann merkt man ja auch, es wird heller und dann wird es wieder dunkler. Also es ist eine halb digitale, halb analoge Uhr. Aber irgendwie muss man ja sagen zu dem Zeug, die digitale Transformation ist da, man kann es sich jetzt nicht einfach machen und sagen, das ist irgend so ein Dings, das jetzt da ist. Das macht sich auch nicht gut als CeBIT-Titel. Man kann ein bisschen zurückgehen und gucken, wie unsere Vorfahren dieses Problem gelöst haben. Das ist wieder der Spiegel, im Oktober 56 in einem Artikel über die Magie der Roboter. Heraufkunft der Elektronenautomaten. Hat sich leider nicht durchgesetzt. Ich fände es sehr schön, wenn die CeBIT 2016 unter dem Motto Heraufkunft der Elektronenautomaten stattfinden würde. Es wurde leider nichts draus. Automatisierung, Automation waren schöne, nützliche Begriffe. Leider liegt das auch schon wieder eine Weile zurück. Computerisierung, kein schönes Wort. Zutreffend, aber nicht schön. Man braucht ja irgendwas, was auf Ierung endet oder auf Zion, damit man sagen kann, das ist jetzt dieses große neue Ding. Computerrevolution, elektronische Revolution, man kann es auch an diesen Buchtiteln schon sehen, ist jetzt auch was so ein bisschen nach 80er Jahre riecht. Revolution immer gern genommen, Medienrevolution, Kommunikationsrevolution, 80er, 90er Jahre. Digitale Revolution, elektronische Revolution. Vernetzung. Leider recht unspezifisch, davon abgesehen, hat es eine große Karriere gemacht, sieht man auch hier nochmal in der Übersicht. Und mh,
warum es die Digitalisierung nicht gibt, ich meine, es ist jetzt eigentlich geschummelt, also ich habe erst gesagt, die Digitalisierung gibt es schon sehr lange, warum es sie nicht gibt, das war in dieser Geschichte mit der Uhr so ein bisschen zu sehen. Es gibt keinen Vorgang, der wirklich sauber digital oder analog wäre. Je nachdem, auf welcher Ebene man wie genau hinschaut, stellt man immer fest, die Dinge sind unangenehm, unordentlich miteinander verschränkt. Im menschlichen Körper finden Prozesse statt, die letztlich digital sind. Im Computer findet ganz viel statt, was analog ist. So ein Bit ist ja kein sauberer Würfel, so eine schöne ordentliche 0 oder eine schöne ordentliche 1. Da liegt irgendwo eine Spannung an und diese Spannung bewegt sich in einem bestimmten Bereich. Bis zu einer bestimmten Grenze sagt man, das ist eine 0, dann kommt so eine unordentliche Grauzone und dann sagt man, ab hier ist es eine 1. Das ist auch in Unternehmen so, das ist in ganzen Branchen so. Je nachdem, wo man hinschaut, findet man irgendwas, was komplett analog ist und man findet irgendwas, was digital vor sich geht. Ich habe vorgestern beim Nachdenken über diesen Vortrag bin ich eingeschlafen und habe einen von diesen Albträumen gehabt, die man vor dem Vortrag halten gerne mal hat. Man kommt eine halbe Stunde zu spät zum eigenen Vortrag, der eh nur eine halbe Stunde dauern darf und muss vorher noch durch sämtliche Hallen der ganzen CeBIT laufen, um dahin zu finden. Das war kein schöner Traum. Aber in diesem Traum ist mir eine Lösung eingefallen, wie man in Zukunft sagen kann für Digitalisierung. Und das ist jetzt nicht das, was ich mir wach ausgedacht hätte, aber man soll ja seinem Traumbewusstsein vertrauen. Diese Lösung war Gulaschsuppe. Man sagt Gulaschsuppe statt Digitalisierung. Ist kein super Begriff, aber er ist auch nicht fälscher als der jetzige. Denn bislang ist Gulaschsuppe dem deutschen Staat immer die Gulaschsuppe der anderen. Als Überschrift schon mal nicht schlecht. Hier passt es besonders gut, wie eine sich steigernde Flutwelle braust die Gulaschsuppe über die Unternehmenslandschaft. Deutschland muss schnell gleichziehen, wenn es von der Welle der Digitalisierung, Quatsch, der Gulaschsuppe getragen und nicht darunter begraben werden soll. Gulaschsuppe also. Es gibt ja immer die Möglichkeit, wenn man so einen Sachverhalt beschreiben will, der so ein bisschen komplexer ist, konkret zu sagen, was man meint. Also man kann sich ja zum Beispiel hinstellen und sagen, wir setzen in unserem Unternehmen seit 100 Jahren Lochkarten ein, seit 60 Jahren Computer in der Fertigung, seit 40 Jahren Computer in der Verwaltung, seit 20 Jahren sogar das Internet. Und jetzt gibt es aber irgendwo noch so eine Nische, irgendeinen Bereich, in dem ändern wir jetzt noch Folgendes. Kann man ja machen. Ist oft sinnvoll, konkret zu sagen, was man meint. Wenn sich jemand hinstellt und stattdessen sagt, digitale Transformation oder Digitalisierung, dann würde ich ein bisschen misstrauisch werden und annehmen, da hat jemand einen Grund dafür, nicht ganz so genau zu sagen, was er eigentlich meint. Oft ist das ein harmloser Grund. Das ist ein bisschen peinlich zu sagen, bei uns gibt es in der Personalabteilung, zwar Computer, aber die Leute können an denen gar nicht ins Internet und das wollen wir jetzt ändern, das meine ich, wenn ich Digitalisierung sage. Das ist dann unsere Aufgabe als Zuhörer, dann nicht höhnisch zu lachen und zu sagen, wie, die hatten bisher noch gar kein Internet, sondern aufmunternd zu nicken und zu sagen, okay, das klingt sinnvoll. Meine Empfehlung für den Rest der CeBIT und auch für die nächsten paar Jahre, bis sich jemand den Nachfolgebegriff von Digitalisierung ausdenkt, der vermutlich auch nicht viel zutreffender sein wird als der jetzige. Wenn jemand vor Ihnen steht oder wenn Sie vor einem Plakat stehen, da steht Digitalisierung drauf, dann denken Sie sich Gulaschsuppe. Denken Sie sich, der Mensch hat gerade Gulaschsuppe gesagt. Und dann stellen Sie Fragen, fragen Sie nach, was ist denn damit gemeint? Was soll denn da konkret geändert werden? Und kriege ich da ein Stück Brot dazu? Vielen Dank. Danke dir, Katrin. Das zur Mittagszeit über Gulaschsuppe zu reden, ist natürlich eine ziemlich unfaire Angelegenheit. Ich dachte, Sie haben alle schon gegessen. Die Frage ist, was wäre denn dieses Stück Brot? Kriege ich ein Stück Brot dazu, wenn die Digitalisierung Gulaschsuppe? Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob man die Metapher da an der Stelle jetzt wirklich noch auswalzen muss. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Das jetzt tut mir leid, habe ich keine Antwort drauf. Okay, dann da können wir als Publikum ja noch mal eine Runde darüber nachdenken. Du bist noch ein bisschen länger hier, stimmt's? Ich bin noch hier. Also wenn ihr noch, weil wir im Timing recht knapp sind, wenn ihr noch Fragen an Katrin Passig habt, ihr findet sie unter Garantie irgendwo da vorne an der Cappuccino-Bar. Die Club Marta ist jetzt übrigens wirklich alle. Wir haben noch die letzte bekommen. Dann könnt ihr noch ein bisschen weiter über Digitalisierung und die Frage, warum wir sie irgendwie anders begreifen oder benennen sollten, mit ihr diskutieren.